ich habe da ein paar mehrere, also von der kaufmännischen Ausbildung bis über die Weinausbildung bis hin jetzt dann zum Destillateurmeister. Das ist also der Hauptberuf, den ich ausübe und stelle nicht bloß an der kleinen Anlage, sondern auch an einer größeren Schnäpse aus der einheimischen Gegend her. Das ist jetzt ein kleines Schaumodell, das aber voll funktionsfähig ist, was aber auch von Schwarzbrennern nicht benutzt werden darf, weil da bei uns der Zoll was dagegen hat. Das Ding ist voll angemeldet, ich kann also da, wenn ich die Genehmigung habe, damit destillieren und dann kommen praktisch Früchte hier mit rein, das Ganze wird erhitzt unten, der Alkoholdampf steigt eher auf als wie der Wasserdampf, bei 78 Grad schon. Das Ganze, der Alkoholdampf geht dann darüber über einen Deflegmator, da kann ich schon mal vorkühlen und dann geht es rüber auf den Kühler. Hier wird der Alkoholdampf abgekühlt und kommt hier in flüssiger Form wieder hochprozentig raus. Geht seit 1840 und wird also jetzt da in der dritten Generation mache ich das und ja. Die Kinder haben leider kein Interesse dran und jetzt mache ich das Ganze halt ein bisschen im kleineren Rahmen. Mir macht persönlich sehr viel Spaß, vor allem wenn man auch dann von der Kundschaft hört, dass die Qualität super ist und dass das einfach gut ankommt.